Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video und diesem wunderschönen Samstag, dem 17.02. hier auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, ich bin auf Facebook quasi zugespammt worden. Ich bin von ihm angeschrieben worden. Der hat mich immer wieder kontaktiert und hat gesagt, ey, Digga, du musst dazu mal deine Meinung raushauen. Und es geht um keinen anderen, meine Freunde. Um keinen geringeren als den einzig wahren Mr. Wichser. Schmeckt! Ja, ihr kennt die vielleicht noch, meine Freunde, eine Stream-Legende bei uns. Mr. Wichser früher immer gepumpt, Leute. Jetzt ist er back am Start mit einem neuen Track, der, glaube ich, das ganze YouTube-Universum quasi aus seinen Ankern reißen könnte. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt erstmal auf seinen Kanal, denn Mr. Wichser hat sich getraut, den unfassbaren Leon Mascher tatsächlich zu dissen, Leute. Wie kann man Leon Mascher dissen? Hier ist der Diss-Track, Mr. Wichser, Fake Bitch, Leon Mascher Diss-Track, Official 4K-Video, Leute. Erstmal Props auf jeden Fall für den Thumbnail, eine sehr nice Font, die ihr da gewählt habt mit dem Blau. Finde ich ganz gut, das sieht man auf jeden Fall ganz schön. Ich muss ganz kurz dazu sagen, meine Freunde, ich weiß bei Mr. Wichser bis heute nicht, ob er das hundertprozentig ernst meint oder nicht, aber ich feiere auf jeden Fall, was er macht. Also ich werde jetzt auch hier nicht großartig musikalisch bewerten, wie ich das bei anderen Leuten gemacht habe. Sprich sagen, ja, der Beat ist geil und das und das könnte man vielleicht ein bisschen besser flowen und pipapo. Erstmal darf ich mir das gar nicht rausnehmen, weil ich selber der wackste Rapper in ganz deutschsprachigem Raum bin. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich extrem scheiße. Und zweitens, wie gesagt, weiß ich nicht genau, ob das von ihm alles nur Parodie ist oder nicht. Ich feiere es auf jeden Fall, egal was seine Intention dahinter ist. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen erstmal in die Kommentare. Echter Alberto sagt schon, ja moin, den hast du gut auseinandergenommen. Alberto ist auch am Start, Leute. Ich bin in diesem Game so sehr drin. Ich habe so viele lustige Charaktere durch Mokoban so kennengelernt. Mr. Wichser einer davon. Und ich würde sagen, Leute, auf geht's mit dem Diss-Track an Leon Mascher. Ich bin richtig krank gespannt. Ja, Mann. Ich mag den Beat voll. Ich finde die Vocals extrem cool da drin. Finde ich ganz nice. Ach fuck, jetzt bin ich schon wieder bewertet. Ich soll's nicht machen, Mann. Thomas! Erinnere mich doch dran. Fick dich, du Fick, Bitch! Fick dich, du Fick, Bitch! Fick dich auf dem Beat. Ein Stern von Amazon für deine schwule Musik. Für deine Freundin bin ich der süße Bär. Spritz bei der Nutte ab wie die Feuerwehr. Leon wurde damals abgetrieben. Es wurde jahrelang geschwiegen. Dieser alte Penner namens Locke ist sein Vater. Ich feiere es so hart. Ich schwöre, ich liebe es einfach. Ich liebe es. Jasmin stehen ein Blasen, Lilliputana. Nach dem Track bettet diese Fotze vor, rebe um jeden Cent. Verarscht deine Fans mit Fake-Gewinnspielen, Fake-Pranks. Deine Fans sind Kinder wie bei mir. Ja, kann man mal machen. Warum auch nicht einfach mal den Dönermann mit ins Video nehmen? Finde ich extrem real. Geiler Typ, Mann. Michael Jackson, deine Karriere steht am Ende wie Standing Ovation. Die nächste 24-Stunden-Challenge endet für dich auf dem Strich. Friss oder stirb wie ne... Die nächste 24-Stunden-Challenge endet für dich auf dem Strich. Alter, diese Lyrics, Junge. Es ist einfach nur Gold, es ist einfach nur Gold. Ich kann es nicht anders sagen, Mann. Ey, wie gesagt, ich weiß absolut nicht, ob das jetzt real ist oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich feiere es einfach extrem und das ist das, was zählt. Eine Bitch, bist der größte Ficker, den es gibt. Sollten wir uns sehen, verpasse ich dir einen Kick. Oh, Alter, was? Bruder, wie kriegst du dein Bein so hoch? Digga! Leute, guckt euch das mal an, Alter. Okay, okay, okay. Ich werde jetzt ganz vorsichtig sein, was ich jetzt im Fortlaufenden sage, Digga. Sonst kriege ich auch noch so einen Roundhouse-Kick, Alter. Fick dich, du Fick, Bitch. Fick dich, du Fick, Bitch. Fick dich, du Fick, Bitch. Oha, Bruder. Gib mal was ab davon. Du Fick, Bitch. Ja, Mann, Gucci, Gucci. Ja, Mann, Döner, Döner. Mach mir nicht auf Rapper, sonst gehst du Insolvenz wie Schlecker. Du Adoptivsohn, kannst deine Rechnung nicht zahlen. In Kasso, gebe dir Fotze meine Latte in den Mund, Macchiato. Nice. Gebe dir Fotze meine Latte in den Mund, Macchiato. Ja, ist ganz cool, ist ganz cool. Ja, beim Sex mit deiner Ex schreibe ich diesen Text. Zerfetze deine Fresse mit der Rolex. Leon Mascher, dieser schwule Hund, nimmt jeden Tag den Jarak wie eine Nutte in den Mund. Warum reimt sich Leon Mascher auf Inzestverkehr? Wie kommt man auf sowas? Leon Mascher, Inzestverkehr. Wie? Was? Ab sofort nennt dich jeder Lelek. Fick dich auf den behaarten Rücken von Apo Red.
kann dazu einfach nichts mehr sagen, außer nur noch es abfeiern. Es ist einfach nur geisteskrank. Es ist einfach nur geisteskrank, Mann. Gibt's verzweifelt Konzerte im Kaufhaus? Peinlich. Das Schlimmste ist ja, dass ich glaube sogar ein Großteil der Sachen, die er da sagt, einfach real ist. Dass einfach, ja, Leons Amazon-Review, ich meine... Ja, war halt nicht so geil und seine Kaufhaustour lief auch nicht so gut für ihn, ne? Ja, Alle bohren dich aus, schaut man deine Videos, muss man sich fremdschämen. Für Mr. Wichser würde deine Bitch fremdgehen. Ey! Fick dich, du Fick-Bitch! Fick dich, du Fick-Bitch! Ich finde ihn sausympathisch, auf der anderen Seite habe ich krank Angst vor ihm. Echt so ein Mittelding, Mann. Bruder, bitte tu mir nicht weh. Fick dich, du Fick-Bitch! Fick dich, du Fick-Bitch! Servus! Ja, Mann, jetzt kommen wir zum interessanten Part. Jetzt kommt die Ansage am Ende, Leute. Jetzt wird's richtig dope. Jetzt wird's richtig geil, Mann. Was geht ab, meine Damen und Herren? Der süße Diss-König, Prank-König, Mr. Wichser ist am Start. Live aus Saint-Tropez. Ich hab euch alle Scharmutas gefickt. Leon, was bist du für eine Scharmuta, Alter? Alles ist fake. Dein Leben ist fake, Alter. Es gibt einfach keine Konkurrenz. Ich bin der Beste. Mashallah! Leute, ganz kurz, wie kann man diesen Charakter nicht abfeiern? Wie kann man diesen Charakter nicht abfeiern? Ich schwöre es euch. Wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich will jetzt auch hier gar keine Wertung abgeben, weil das ist für mich, das ist ganz Meta, dieses Zeug. Wisst ihr, was ich meine? Das kann man nicht in eine Schublade stecken. Ich würde sagen, ist es jetzt Comedy? Ist es jetzt Hip-Hop? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwas dazwischen, aber es gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, weil er halt diese Rolle, oder er ist einfach er. Ich weiß es ja nicht mal, ob das eine Rolle ist. Wir können ja mal ganz nach sonst auf so einem Kanal gucken, Leute. Wir haben hier nochmal einen wunderschönen Diss-Track an Sarah Lombardi, die Ex-Freundin von Pedro Lombardi. Da habe ich schon mal im Stream drauf reagiert, meine Freunde. Übrigens macht Mr. Wichser die besten Pranks im Universum. Also wenn ihr wollt, dass wir uns das mal gemeinsam hier in Videoform angucken, dann smasht auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz hier in den Track rein. Da! Das hier, Leute, war der damalige Banger im Livestream und Verkörperung von Kunst für mich. Let's go! Mr. Wichser for life, baby! Dieser Beat. Geh in den Club und sie schreien meinen Namen. Mr. Wichser, du bist unser Superstar. Bitches wacken mit dem Arsch, heute ist mein Tag. Geh auf die Bühne und schreie put your hands up. Put your hands up. Alle drehen durch wie auf eine Karussellfahrt. Köpfe die Flasche Champagner, spritze es in ihren Tanker. Die Haters platzen vor Neid. Wir haben dafür keine Zeit, feiern weiterhin meinen Hype. Ey DJ, mach den Sound etwas lauter. Die Party geht weiter. Ich lach euch alle aus. Und das ist seine Hook. Das ist einfach seine Hook, Leute. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist seine verdammte Hook. Das ist das, was er eine Hook nennt. Ich finde es so geisteskrank. Ich lach euch alle aus. Ich finde es so geil. Ich schwöre, Leute, es gibt keinen Menschen, der mich so krank entertainen kann wie Mr. Wichser. Er ist einfach ein heftiger Entertainer. Er ist einfach ein heftiger Entertainer, Leute. Und das muss man ihm einfach lassen. Das, was er macht, gab es bis dato noch nicht. Und wie er es macht, ist extrem sympathisch. Ich finde es einfach sau witzig. Ich glaube, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich finde es einfach nur extrem, extrem dope, Mann. Fotos werden geschossen, wie auf dem roten Teppich. Wegen dir ist deine Freundin lesbisch. Autogramme auf den dicken Titten, mein Jarak ist bestimmt in Essen. Autogramme auf den dicken Titten, mein Jarak ist bestimmt. Junge, 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 Junge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die Hook. Ich lach euch alle aus. Das ist für mich Leben, das ist für mich Leben. So sieht für mich Leben aus. Ich lach euch alle aus.
Was mich nur wundert, ist, dass er die ganze Zeit in dem Champagner oder einem Sekt oder was auch immer da drin ist, die ganze Zeit nicht getrunken hat, Bruder. Oh, jetzt trinkt er, jetzt gönnt er sich, er gönnt sich. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Leute, 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 Hammer, 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 schmeckt. Leute, ich wollte euch mal ganz kurz in dieses Universum eingeführt haben. Wer ist auch gegen Rivi da? Rivi, bester Musikgeschmack. Wer kommt vom Rimster Stream? Die Hook ist so Premium, bin wegen Rivi, hier. Mr. Wichser abonniert. Wer ist auch gegen Rivi? Leute, Inside Army am Start. Was geht ab, Leute? Das Originalvideo ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Der Leon Distrack. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar keine Wertung abgeben. Ich fand es einfach nur extrem witzig, dass er wirklich durchgezogen hat, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da oben da. Schaut auf jeden Fall bei Mr. Wichser, dem süßesten Superstar, live aus Saint-Tropez vorbei, meine Freunde. Ganz wichtig, ja. Er ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine riesige Kunstfigur, was ich extrem feiern kann. Ich finde es cool, dass es sowas in Deutschland gibt. Und ich finde sowas unterstützenswert. Deshalb schaut auf jeden Fall mal vorbei, Leute. Ich würde sagen, wir sind damit am Ende dieses wunderschönen Videos. Vielleicht kommt heute noch ein zweites Video. Vielleicht kommt heute nicht noch ein zweites Video. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie ein bisschen. Wetter ist gerade gut draußen. Vielleicht fahre ich ein bisschen Skateboard. Mal gucken, Leute. Ich weiß nicht genau. Das war auf jeden Fall für diesen wunderschönen Video, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinem Kanal auf jeden Fall ein Abo da lassen würdet. Und ganz vielleicht sogar so nett seid und einen Daumen nach oben da lasst. In diesem Sinne, meine Freunde, der Technik ist aus dem Bild. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.